Herzlich willkommen, liebe Menschen an den Endgeräten, zu dem Ausnahmezeit Poetry Slam hier aus dem Bibliothekszentrum Sachsenhausen. Das, meine Damen und Herren, ist Dirk Hülstrunk. Und das ist ein funktionierendes Mikrofon. Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zum Ausnahmezeit Poetry Slam Frankfurt hier live aus dem Bibliothekszentrum Sachsenhausen. Eine wirklich ganz besondere Veranstaltung und ja, das ist Samuel Kramer. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich auch sehr. Und das da ist Sascha Schömmerer, der den uns schon eingestimmt hat. Genau. Er wird uns hier auch ein bisschen durch den Abend begleiten. Aber als erstes stelle ich Ihnen und euch meinen Mitmoderator vor. Das ist Dirk Hülstrunk. Er ist Autor, Klangkünstler, Kulturveranstalter. Seit 1996 macht er Veranstaltungen, Spoken-Word-Veranstaltungen, Poetry-Slam-Veranstaltungen, gibt Schullesungen, Schreib- und Performance-Workshops, Vorlesungen im In- und Ausland. Und zuletzt hat man ihn gesehen bei der Buchmesse mit dem sprachkritisch-interaktiven Projekt Büro für überflüssige Worte, auch hier mit Sitz im Bibliothekszentrum. Ich freue mich sehr, dass wir den Abend zusammen moderieren. Ja, das ist ganz meinerseits, Samuel, das erste Mal, dass wir zusammen moderieren. Tatsächlich, stimmt, weil ursprünglich sollte Finn Olitzka moderieren, richtig, der aber kurzfristig nicht konnte. Und es ist ganz toll, dass du kurzfristig eingesprungen bist, Samuel. Aber wir kennen uns natürlich auch schon sehr lange. Und ich freue mich tatsächlich eben auch sehr, dass es geklappt hat, mit dir zu moderieren. Dich kenne ich ja schon. Ich glaube noch aus der U20-Slam-Szene, damals warst du noch einer der jüngsten Poeten. Und ich glaube, ich muss es mir leider aufschreiben, du bist Automoderator, Aktivist aus Offenbach, Umweltaktivist, sollte man sagen. Du warst 2013, mein Gott, ist das lange her, U20-Meister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Und 2016 Hessen-Meister, ja, und damals, glaube ich, als jüngster. Ja, ich war da noch U20. Jüngster Hessenmeister aller Zeiten, bisher nicht getoppt worden. Seit 2017, wenn ich das richtig sehe, hast du die Veranstaltung Kassiba in Leuchtschrift in Offenbach. Zusammen mit dem eben verhinderten Finn Holitzka. Mit Holitzka und ich glaube, Sascha ist da gelegentlich auch. Sascha ist da auch immer mal wieder. Auch dabei. Also One Hood sozusagen. Eine Clique irgendwie und natürlich bist du in letzter Zeit sehr viel als Aktivist auch in Umweltsachen unterwegs gewesen, hast auch Texte gemacht und zuletzt auch ein Buch gemacht mit dem Titel Poetry for the Future. Genau, ja. Ja. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist Ausnahmezeit, Dirk. Was hat es damit auf sich? Warum Ausnahmezeit? Warum dieser Poetry Slam? Wie funktioniert das heute? Ja, ursprünglich war das mal als U20 Poetry Slam gedacht. Und sollte ursprünglich schon mal im Frühjahr stattfinden, wurde dann verschoben auf diesen Termin. Und jetzt war es wieder kurz vor der Absage und wir haben uns gedacht, das ist jetzt so eine krasse Situation, da muss man was anderes machen, da muss man was Spezielles machen. Und Ausnahmezeit ist natürlich, die Zeit, in der wir leben, ist ja eigentlich für jeden, glaube ich, verständlich, dass man das als Ausnahmezeit bezeichnen kann. Die Corona-Pandemie, das hat, glaube ich, in dieser Form noch niemand von uns erlebt. Das heißt, es ist für uns alle irgendwie neu. Wir müssen alle uns irgendwie umstellen. Und insofern ist die gesamte Situation, dieses Poetry Slam, ist für mich eine Ausnahmezeit. Wir können das hier nicht mit Publikum machen. Es muss ohne Publikum passieren. Wir streamen das live. Das ist auch eine Premiere hier in der Stadtbücherei Frankfurt oder im Bibliothekszentrum Sachsenhausen zum ersten Mal. Wir hoffen natürlich sehr, dass auch dieser Livestream dann funktioniert, dass er auch hält. Da drücken wir mal alle ganz, ganz dicke die Daumen. Ansonsten schreien Sie einfach ganz laut, wenn Sie uns nicht mehr hören können. Wir versuchen dann, was zu ändern. Genau, und Ausnahmezeit heißt natürlich auch, dass wir die Poetry Slam-Regeln, die wir sonst haben, ein kleines bisschen, ich sag mal, variiert haben. Ja, also es wird folgendermaßen der Ablauf des Abends aussehen. Wir haben 5 Poetinnen geladen, die heute ihre Texte vortragen werden. Zwischendrin kommt immer wieder Sascha an den Tasten zum Sprechen. Und diese 5 werden in einer vorgegebenen Reihenfolge hier ans Mikrofon treten und, wie es für ein Poetry Slam üblich ist, einen Text vortragen. Anders als beim Poetry Slam, wo normalerweise ein anwesendes Live-Publikum dann jemanden ins Finale votet oder eben auch nicht, haben wir diese Möglichkeit hier nicht. Und wir haben uns entschieden, das alles noch mal ein bisschen transparenter zu machen. Es ist ja letztlich eine Frage des Zufalls, haben wir uns gedacht. Und deshalb werden wir die Gewinnerin letztlich auswürfeln. Und von der hören wir dann am Ende in einem Finale, könnte man sagen, dann noch mal einen Text.
das ist so, was sie zu erwarten haben. Und wir haben auch unseren eigenen Applaus mitgebracht. Stimmt, kleine, genau. Klangmaschinchen, die können Applaus machen. Wir machen mal einen Applaus. Das muss man ja eigentlich mal am Anfang mal machen. Wir norden uns mal ein mit Applaus. Stimmt, was können die? Ich finde, wir haben schon einen Applaus verdient. Sehr gut. Es gibt diverse weitere Geräusche, die werden später noch zum Einsatz kommen. Was fehlt mir hier auf meinem Piano? Sowas fehlt auf deinem Piano. Das ist das Problem, wenn man ein E-Piano hatte. Ich weiß gar nicht, ob die Leute es so gut hören können, wenn du es nicht ans Mikrofon hältst. Aber vielleicht war es auch absurd laut, als ich es gemacht habe. In dem Fall tut es mir leid. Wir haben auf jeden Fall für alles gesorgt. Wir können uns jetzt einen lauschigen Abend machen. Vorher sollten wir vielleicht noch ein paar Leuten danken, dass wir diese Veranstaltung so machen können. Genau, ganz, ganz wichtig natürlich. Also das Ganze würde nicht funktionieren ohne diese wahnsinnig tolle Unterstützung des Bibliothekszentrums Sachsenhausen und der Stadtbücherei Frankfurt, die sich hier wirklich viel Arbeit gemacht haben, auch mit dem Einrichten des Livestreams. Ganz, ganz vielen Dank, dass wir hier sein dürfen an diesem Ort. Und natürlich könnte das auch nicht stattfinden ohne die Unterstützung des Kulturamtes Frankfurt und der Hessischen Leseförderung, der wir hier auch nochmal ganz herzlich danken wollen, weil die es ermöglicht, dass wir allen Teilnehmern auch ein ganz kleines bisschen was zahlen können. Ja, wir haben den Zufall nicht, wir haben nicht alles dem Zufall überlassen. Ne? Richtig. Ja, und zwar wollen wir mit, wir haben fünf Teilnehmerinnen, hast du das schon gesagt? Habe ich schon gesagt, fünf teilnehmende Poetinnen. Ja, aber eine ist ganz besonders, natürlich sind alles ganz besondere Poetinnen, besonders auch, dass wir nur Damen dabei haben. Aber die erste Poetin ist auch deswegen besonders, weil sie heute Geburtstag hat und deswegen haben wir sie als allererstes gesetzt. Es ist Cecily Ogunjobi aus Frankfurt-Sachsenhausen, kommt sie auch noch. Und sie hat 2018 nicht nur am Poetry Slam teilgenommen, am U20 Poetry Slam damals in der Milchsackfabrik, sondern war damals schon Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. Und sie ist aktuell Teil des Kollektivs Sexy Underground im Literaturhaus Frankfurt, hat auch zuletzt im Rahmen der Buchmesse beim Open Books Festival gelesen. Sie studiert Geowissenschaften in Frankfurt und ist auch mit einem Beitrag in der Anthologie Poetry for the Future bei Samuel vertreten. Und sie hat heute Geburtstag. Wir rufen sie mal auf die Bühne. Cecily Ogunjobi. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich nur noch kommen. Ah, da ist sie. Vielen Dank. Ja, bevor du anfängst, wollte ich dich auch noch mal ganz schnell fragen, das Schreiben an sich, was ist für dich das Wichtigste beim Schreiben? Was sind deine Themen? Das ist schwierig zu sagen. Also meine Themen unterscheiden sich, denke ich, auch mit, wie ich mich praktisch verändere, auch über die Zeit hinweg. Und sind eigentlich immer ja, aktuelle Themen, die mich gerade betreffen, aber auch dann die ein bisschen größer oder weit gefasst, die man dann eben auch global vielleicht eben auf mich selber beziehen kann oder auf eben einzelne Personen beziehen kann. Genau, und ich schreibe auch über geowissenschaftliche Themen. Ja, das ist natürlich besonders spannend. Geowissenschaftliche Themen in der Poesie gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig häufig. Jetzt haben wir das ja ganze Ausnahmezeit Poetry Slam genannt. Ist das auch für dich eine Ausnahmezeit, was Sie im Moment erleben? Ja, ich glaube, also auf jeden Fall ist es eine Ausnahmezeit. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass man sich irgendwie sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber dass man sich irgendwie doch daran gewöhnt, zumindest für eine gewisse Zeit, und dass man sich irgendwie damit arrangieren kann. Dann sind wir sehr gespannt auf deinen Text zum Ausnahmezeit Poetry Slam Frankfurt. Cecily Ogunjobi. Danke nochmal für das Intro. Ich lese heute mehrere Texte. Und zwar lyrische Miniaturen bzw. Prosa-Miniaturen. Auto-Werkstatt. Abends ist Theresia zu kaputt, um ihre Werkstatt zu verlassen. Wahrscheinlich vom Reparieren fremder Defekte. Während sie dann Aufgaben nachgeht, die sie nichts angehen, bleibt sie auf der Strecke. Ihre Kunden können sich auf sie verlassen. Lassen so viel bei ihr, dass Theresias Last keine Zulassung hat. Jeden Tag gibt es neue Probleme, die zu beseitigen sind.
Theresias Seiten werden immer voller. Ihr fehlt die Zeit, selber zu fahren, also eignet sie sich an, was andere erfahren haben. In ihrer Werkstatt findet sie für alles eine Lösung. Doch wenn sie versucht, herauszufinden, wird ihr Widerfahrenes vorbeigebracht. Jennys und Jeremys. In der Bahn roch es nach Waldboden. Jeremy stieg 3 Haltestellen zu früh aus. Er konnte sowas nicht aushalten. Hätte er gewusst, dass der Geruch aus Jennys Rucksack kam, hätte er sich unter ihr gehalten. So lange, bis sie sich untereinander gehalten hätten. Aber Jenny war an diesem Tag undurchsichtig. Man roch sie nur den Waldboden. Sie hatte ihn gesehen und einfach haben müssen. Ihr alter Grund war auch schon spröde und fadenscheinig. Während sie Erde, Moos und Flechten bei sich zu Hause installierte, dachte sie, es wäre schön, jemanden zu haben, der ihr dabei hülfe. Jemand von heute. Vielleicht den Mann aus der Bahn, aber er war ausgestiegen, bevor Jenny ihn hatte fragen können. Hätte sie gewusst, dass er, Jeremy, in einem Dinosaurierland lebte, hätte sie das nicht gedacht. Aber da sie nichts voneinander wussten, unterhielten sie sich. Aufgabe 1. Ein Kind will eine Höhle bauen. Nachdem es verschiedene Lebensräume begutachtet hat, wählt es den Meeresboden. Der Grund ist von einer Kunstschicht bedeckt. Darüber wuchern Vergesellschaftungen, gebildet von blasenproduzierenden Einzellern. In der abnehmenden Artenvielfalt findet das Kind eine Nische. Dort kann es sich entfalten. A. Wie viel Schlamm muss das Kind filtrieren, um als Detritusfresser zu gelten? B. Wie viele Tiere muss das Kind erlegen, um als Prädator zu gelten? An wie vielen Ausrottungen muss es Schuld haben, um an die Spitze der Nahrungskette aufzusteigen? Ab wann macht es sich seinen Lebensraum zum Feind? C. Unter der Annahme, Fall A und Fall B seien eingetroffen, der Schlamm enthalte nur noch Abfallprodukte, die Mitbewohner und Beutetiere seien vom Aussterben bedroht. Wie viel würde es das Kind kosten, primär zu konsumieren? D. Welche Festigkeit hat die Kunstschicht? Hält sie der Höhle des Kindes stand? Hinweis. Die Umstände sind gegeben. Sie verbauen dem Kind seine Höhle. Wie gesagt, in Ausnahmezeiten verschiebt sich sehr viel und ist auch sehr schnell, aber trotzdem schaffen wir es irgendwie, uns dem anzupassen, meistens zumindest, solange die optimalen Lebensbedingungen gegeben sind. Und diese werden gefährdet unter anderem durch sich verstärkende Stürme, durch Zyklone. Und den Prozess, bei dem Zyklone entstehen, nennt man auch Zyklogenese. Debbie nimmt vieles an. Ratschläge, Häuser, Unwissenheit, den Willen anderer Gleichgewicht. Für später hat sie einige Einladungen angenommen. Weil es ihr jedes Mal schwerfällt, abzulehnen, sucht sie jetzt nach etwas zum Anlehnen. Sorgfältig legt sie sich zurecht. Zwischendurch wird ihr nur wenig Zeit bleiben, sich zu wechseln. Sie befürchtet, zu spät zu kommen, denn ihre Standhaftigkeit steht ihr oft im Weg. Um dem entgegenzuwirken, fängt sie an zu tanzen und nimmt an, dass niemand will, dass sie aufhört. Also hört sie nicht, wie sich manche zurücklegen und manche zurücknehmen. Erstere sieht sie nicht mal. Es fällt ihr leicht, sich über sie hinwegzudrehen. Letztere lehnen sich ein wenig auf. Sie sind hingerissen und hergerissen. Wenn sie wollten, könnten sie Debbie aufhalten. Aber ohne Eingriffe wird sie schneller. Sie gewinnt an Stärke, sie nimmt zu. Bald schafft es niemand mehr, sie abzulenken. Ab dann fühlt sich Debbie ausgeglichen. In ihrer Mitte herrscht vollständige Stille.
Den übrigen fällt es schwer zu denken, hätten wir sie nur nicht eingeladen. Dann wäre Debbie nicht gekommen, hätte sie nichts dem Erdboden gleichgemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Cecilia. So, meine lieben Damen und Herren, was ich noch erklären wollte, wie Sie sehen, tragen hier alle Anwesenden, außer den Leuten, die auf der Bühne gerade sprechen oder hier mit Abstand sitzen, Masken. Es ist auch so, dass wir hier eine kleine Folie auf diesem Mikrofon haben, die immer zwischen den Auftritten ausgewechselt werden wird. Weiterhin haben wir die Auftretenden gebeten, sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie auf die Bühne kommen und das danach auch wieder zu tun, damit sie sich nicht hier an diesem Stativ anstecken. Und auch ansonsten haben wir ausreichend große Räumlichkeiten, um alle gängigen Hygienevorschriften einzuhalten. Nur damit diese Fragen, die bei Ihnen im Kopf auftauchen könnten, alle schon mal im Vorhinein beantwortet sind. Ich warte jetzt gerade noch darauf. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass das ausgetauscht wird. In der Zwischenzeit kann vielleicht der wunderbare Sascha noch ein bisschen Pausentöne machen. Richtig. Und ich pausenlose Pausentöne aufsehen. Pausenpiano. Ich kann schon ein paar Sachen über die gleich auftretende Lea Weber erzählen. Lea Weber war 2017 U20 Hessenmeisterin. 2019 stand sie im Halbfinale der deutschsprachigen Meisterschaften. 2020 ist dann dieses Buch von ihr herausgekommen. Das halte ich später auch nochmal hoch. Ich halte das jetzt mal direkt in die Kamera. Laut geschrieben heißt, es ist mit eigenen Texten und Zeichnungen versehen. Und außerdem ist Lea Weber stolze Gewinnerin des Best of Poetry Slam in Hamburg. Was ganz schön was ist, wenn Sie mir das jetzt glauben wollen. Wir warten weiterhin darauf, dass diese Folie ausgetauscht wird. Ich überlege gerade, es könnte auch für den ersten, also sozusagen für die nächste, könnte es auch akzeptabel sein, dass ich die Folie einfach abnehme, dann geht sie auf die Bühne und dann machen wir gleich wieder eine drauf. Oder das wäre doch jetzt die pragmatische Lösung. Das wäre eine pragmatische Lösung, genau. Das werden wir einfach tun. Ich bringe das hier unter und dann klatschen Sie alle vor den mobilen Endgeräten richtig in die Hände. Wir machen das hier, wir emulieren das mit unseren Effekten. Und hier ist sie für euch, Lea Weber. Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau überlegt, wie wir das machen, dass ich dich interviewe. Du darfst einfach gerne nach vorne gucken und ich versuche so ein bisschen, okay. Es ist schwierig, gleichzeitig Dramaturgie und Hygiene einzuhalten. Ja. Aber sag mal, Lea, was sind denn spannende Texte für dich oder Themen, die für dich zu spannenden Texten werden und hat das irgendwas mit der Ausnahmezeit jetzt zu tun? Also zu meinen Texten, da ist es, ich habe eigentlich keine besonderen Themen, die ich behandle. Also ich kann nicht sagen, dass ich einen besonderen Themenpool habe, zu dem ich am meisten greife. Denke ich jedenfalls. Und ich stelle dann doch fest, dass ich sehr viele Texte über Heimat und über Sprache schreibe. Mhm. Und das hat jetzt in dem Sinne im ersten Moment vielleicht nichts mit Ausnahmesituationen zu tun, aber ich glaube im zweiten Moment sehr schon, sehr doll. Und weil sich natürlich auch Sprache und Heimat in Ausnahmesituationen verändert. Also ich merke das, ich war jetzt sehr viel zu Hause und da hat sich was verändert bei mir. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sind gespannt auf deinen Text. Dankeschön. Ja, mein Text ist, so, jetzt muss ich mich erst mal positionieren. Mein Text trägt den Titel Im Wandel und ich habe diesen Text geschrieben weit bevor Corona und alles losging und mir ging es darum, viele Veränderungen zu verarbeiten, die gerade bei mir so passiert sind, aber die ich auch in meiner Welt beobachte. Und dazu motiviert wurde ich von einem Text, einem Songzitat, was mich eben zu diesem Text inspiriert hat. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schön. Es lautet nämlich, und im Fahrstuhl am Westkreuz riecht's noch immer nach Pisse. Ja. Also ich kann nicht genau sagen, ob es im Fahrstuhl nach Westkreuz wirklich noch nach Pisse riecht. Als ich in Berlin war, hatte ich überlegt, deswegen tatsächlich mal zum Westkreuz zu fahren. Und dann dachte ich mir, nein, das ist ein bisschen komisch. Das mache ich nicht. Aber genauso wie es im Fahrstuhl am Westkreuz immer noch nach Pisse riecht, gibt es andere Dinge, die sich vielleicht nie verändern, wohingegen andere Bereiche permanenter Veränderung ausgesetzt sind. Und damit beschäftigt sich dieser Text und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Er ist in meinem Buch nachzulesen, ein wundervolles Buch meiner Meinung nach, das man kaufen kann, auch noch kurzer Werbeblock, man kann es kaufen unter, jetzt stellt euch bitte vor, wie jetzt so ein Banner eingeblendet kommt, Lea Weber Verkauf at
t-online.de. Ein super Buch. Weihnachten steht vor der Tür. Gut, mein Text heißt Im Wandel und er geht so. Hinter Hausmanns hohen Tannen lauern kleine Augen wie Versprechen. Ducken, rennen, stolpern, kichern und das bekannte leise Brechen der Äste, die am Boden ruhen, unter Klettverschluss verschlossenen, eingesauten Kinderschuhen. Hinter den Häusern ist ein Stück, ein paar Kilometer hin und zurück kann sie niemand so schnell finden. Schnüre, um die Stämme binden, bilden ein Sechseck oder acht, stundenlang so zugebracht, schleppen, stellen, staunen, dann ein Baumhaus mit einer Leiter dran. Schnelle Schritte, hohe Sprünge und jedes Blatt, das wartet. Schon von Fernen hört man Stimmen und jeder Grashalm atmet, stumm und gespannt, sicher und dann, rudelvoll Freude und Jubel und Feuer in Form von Neugier und dem Drang nach draußen und nach Abenteuer. Jetzt liegt ein Blaulichtfilter über dem Tag und dem Licht, das er in unsere Köpfe lässt. Ein UV-Filter liegt auf unserer Haut, der von Instagram erfüllt noch den Rest und projiziert ein Lächeln in jedes Gesicht. Ich sehe kleine Hände an großen Bildschirmen, kleine Augen blicken aus Fenstern und ein Heute ist wie ein Morgen und ein Morgen ist wie ein Gestern. Niemand nimmt es ihnen übel, ist da doch nichts, das sie treibt, denn hinter den Häusern stehen heute Häuser. Schon lange ist da nicht mehr der Wald. Die Welt ist im Wandel. Und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange sie noch so bleibt, wie ich sie lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar. Nichts bleibt, wie wir es kannten. Nichts bleibt, wie es war. Ich laufe auf dem Gehweg und trete nicht über die Linien. Ich kenne noch die Bordsteine, aber viel bin ich hier in letzter Zeit eigentlich nicht gewesen. Ab und zu stoppt mein Schritt, was meine Richtung aufhält. Hier steht jetzt ein Stein, auf dem anderen, das ist komisch. Ich dachte, hier war mal ein Feld. Und beim Bäcker, da habe ich früher immer einen Lolli bekommen. Der schmeckte ein bisschen nach Kirsche, doch hauptsächlich nach Stiel. Der Bäcker ist heute ein anderer und es ist nicht wirklich viel von ihm übrig geblieben, denn in dem Haus, wo er war, war dann später ein Döner. Dann ein Friseur, ein Bestatter, ein Spielwarengeschäft und inzwischen anscheinend wohl wieder ein Döner. Und ich bin auch noch so jung und trotzdem fühle ich mich doppelt so alt wie mein Alter mal drei. Wie soll das denn sein, wenn ich in 50 Jahren mal wieder auf diesen Wegen gehe? Ich vor Asphalt und vor Glas nichts bis gar nichts mehr sehe, was, wenn der Himmel verdeckt ist, die Straße verdreckt ist und ich mich verlaufe? Obwohl ich hier doch mal zu Hause war. Meine Stadt ist im Wandel und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange sie noch so bleibt, wie ich sie lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar. Nichts bleibt, wie wir es kannten, nichts bleibt, wie es war. Du hast dich irgendwie verändert. Höre ich dich sagen und ich weiß, was du meinst, ja, mir ist das auch aufgefallen. Und das reißt mich hin und her, nach vorne und zurück, in die Gewissheit meiner selbst gräbt sich ein Zweifel Stück für Stück bis zu meinem Spiegelbild, wo es dann mit Wachsstiften in den Händen nur so kritzelt und so schmiert, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne. Was hat das zu bedeuten? Wer bin ich gewesen und hilft es, diese dicken Linien von den Scheiben nur abzuwischen? Bin ich wie gestern oder damals oder irgendwo dazwischen? Ich selbst bin im Wandel. Und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange ich noch so bleibe, wie ich mich lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar, nichts bleibt, wie wir es kannten, nichts bleibt, wie es war, ich bin anders. Jeden Tag ein bisschen. Doch möchte ich aufhören, endlich mein gestriges Ich zu vermissen. Alles ist anders, die Welt, meine Stadt, niemand kann es verhindern, der Wandel, er hat ja auch von mir nicht Halt gemacht. Ich habe mich verändert. Bin geschrumpft und gewachsen an allem, was ich gelernt habe, aber wenn du mich jetzt nicht mehr erkennst, dann liegt die Schuld nicht bei mir. So wie ich vor dir stehe, dieses Mädchen, das hier, das bin ich. Und du kannst mich jetzt lieben. Nicht so, wie du mich in Erinnerung hast, sondern so und nur so, wie ich jetzt bin. Denn wir brauchen doch nicht mehr danach fragen. Die Antwort ist uns schon lange klar. Denn nichts bleibt, wie wir es kannten, und nichts bleibt, wie es war.
wie es war. Dankeschön. Weber. Sehr schön. Und bevor die nächste Poetin auf die Bühne kommt, hören wir ein kleines bisschen Musik von Sascha Schirmacher. Ach so, ja, ich dachte danach. Aber okay, machen wir davor auch nochmal. Nach zwei Poetinnen, hatten wir doch gesagt. Ja, okay. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch diesmal ausreichend Zeit, darauf zu warten, dass eine neue Hygienefolie über das Mikrofon gebracht wird. Vielen Dank. Ich hab's verloren gerade.
Sascha Schirmacher, meine Damen und Herren und alle, die sich anders identifizieren. Und auch Sascha kriegt natürlich einen Sonderapplaus. Alles, was Sascha an Poesie an den Tasten hervorbringt, ist improvisiert. Das muss man manchmal dazu sagen, das wissen Leute manchmal nicht. Und ich finde, das macht es noch magischer. Sascha, schön, dass du da bist. Ja, ganz wunderbar. Und das gibt uns die Möglichkeit, weiterzugehen im Programm. Und zwar unsere nächste Poetin kommt aus Wetzlar, ist aber mittlerweile nach Frankfurt gezogen. Also freuen uns natürlich wahnsinnig, sie hier zu haben. Sie ist 2019 bei den Hessischen Meisterschaften dabei gewesen. Sie war auch schon beim U20-Slam, ich glaube sogar hier in der Bücherei dabei vor einiger Zeit. Und sie ist sicher eine der momentaktivsten jungen Slam-Poetinnen in Hessen. Wir freuen uns ganz doll auf Pauline Putze. Und bevor du loslegst, Pauline, auch an dich noch. Hallo. An dich noch ein paar kurze Fragen. Was beschäftigt dich in deinen Texten? Also was ist die Motivation für dich zu schreiben? Was inspiriert dich? Also meine Texte sind alle sehr von biografischen Zügen geprägt. Also ich schreibe sehr gerne tiefgängige und melancholische Texte, die an Erlebnisse aus meinem Leben meistens angelehnt sind. Und da finde ich mich wieder, so verarbeite ich auch, denke ich, sehr viele Dinge und das macht mir Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, so wirr das auch klingt. Zum Thema Ausnahmezeit, hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst beim Schreiben oder wie verändert das dein Schreiben oder dein Leben vielleicht auch? Also die ganze Corona-Zeit hat mein Leben sehr verändert. Zum einen natürlich, weil alles, was man vorher vom gesellschaftlichen Leben kannte, auf einmal über den Haufen geworfen wurde. Und weil auch persönlich viele Dinge passiert sind, die ich so nie hätte kommen sehen. Davon handelt auch gleich mein Text, den ich vorlesen werde, unter anderem. Und mein Schreiben hat es insofern geprägt, dass ich einfach viel mehr Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen und auch ein bisschen mehr Lust hatte, wieder neue Texte zu schreiben, weil man nicht so viel auf Veranstaltungen ist und davon auch manchmal so erschlagen ist, wenn man heimkommt, da denkt man jetzt nicht, ach, ich schreibe mal einen Text. Da habe ich mal ein ganz tolles Wort dazu gelernt, das kannte ich vorher auch nicht. Man kennt ja den Kollateralschaden für einen Schaden, der so nebenbei passiert. Es gibt auch den Kollateralnutzen, also Dinge, die in einer blöden Situation plötzlich doch irgendwie positiv sind und das ist vielleicht dann auch der Kollateralnutzen in dem Fall. Komplett. Ja, also wir sind gespannt auf Pauline Putze. Den Text, den ich heute... Die ganzen Zuschauer. Den Text, den ich heute mitgebracht habe, da habe ich nicht wirklich eine Anmoderation zu gefunden. Aus diesem Grund fange ich einfach an. Der Text heißt Sonnenblumenkind und geht wie folgt. Ich habe Angst vor der Dämmerung am Abend. Ich habe Angst vor der Stille im dunklen Raum. Ich habe Angst davor, schlafen zu gehen. Denn jeden Morgen wache ich erneut in einer Welt ohne dich auf. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich neben mir. 20-jährige Leichtigkeit auf unserer Picknickdecke liegend. Wir lachen. Wir waren voller Selbstverständlichkeit, wir. Heute reden wir in anderen Zeitintervallen, jene vor und nach dir. Genauso spaltet sich meine Persönlichkeit. Die eine lebte mit dir, versprühte Sorglosigkeit und Unachtsamkeit, die andere lebt nun ohne dich. Sie ist meinem alten Ich so fremd. Sie hat Angst vor dem Schlafengehen, obwohl sie Träume einst so erfüllten. Sie hat Angst vor der Stille, weil dann alles in ihr zerrt und nach dir schreit. Sie hat Angst, dich zu vergessen. Und fühlt diesen Schmerz, welcher nicht einen Tag gealtert ist, wenn sie sich dabei erwischt, eine Weile nicht an dich gedacht zu haben. Und immer wieder versuche ich verzweifelt, Momente anzuhalten, um dich zu halten. Damit es nicht wieder eine Stunde mehr ist, seitdem du fort bist. Ich deinen Geruch, deine Stimmfarbe noch spüren kann. Bevor die Erinnerung wie schwarze Farbe an Sonnentagen verblasst. Wenn der alte Kreis sich vereint, blicke ich in die Runde vergangener Freunde. Sehe in jedem Einzelnen dich. An dem runden Tisch deiner Stadt erzählen wir von dir. Lachen über Geschichten, lachen über dich. Es fühlt sich an, als würden wir mit dir lachen. Als wäre alles wie immer dein Platz am dunkelbraunen Tisch derselbe, wie es schon immer war. Ich schaue zur linken Seite. Zur leeren Seite, zur Seite, wo jedes Lachen verstummt.
ich es nicht schaffe, den Blick zu unterdrücken, den jeder Anwesende lesen kann. Jeder dasselbe fühlt, aber schweigt. Dein lieblicher Weißwein bleibt bis zuletzt gefüllt. Der Bierdeckel ist längst durchweicht, das Kondenswasser tropft am Tisch hinab. Dein Duft von Vanille und Jasminblüten hängt noch immer im Raum. Ganz so, als seist du nie fortgegangen. Du bist für immer 20. Heute, morgen und in einem Jahr. Wenn sich die Welt verändert, ich mich mit jedem voranschreitenden Tag entfalte, wird sich die Erinnerung an dich nie weiter entfalten. Du bist für immer 20. Ich werde 21, 22, 23 und irgendwann werde ich 30 sein. Ich werde auf dich zurückschauen und die Jugend spüren. Ich werde an warme Sommer an geheimen Seen denken. Ich werde an die Hauspartys bei dir daheim denken. Ich werde an deine Eltern denken und mich fragen, wie es ihnen geht. Ich werde an dich denken und an das große, schmerzende, trübe Etwas, was du in so vielen Menschen hinterlassen hast. Manchmal besuchst du uns in den kleinen Dingen. Dem Lächeln eines Kindes, den Gesängen der Vögel am Morgen, der ersten Schneeflocke im November, an der man jeden Kristall inspiziert, Leichtigkeit der Kindheit fühlt, der ersten freundlichen Begegnung mit einem Fremden. Aus dem Fremden wird vertraut, aus vertraut ein Wir. Einst wie unser Wir. Unsere kleine Insel im Meer der Neuigkeiten. Unser kleines Lachen bei der ersten Einigkeit. Der Zweisamkeit verrückt sein, Tabus brechen, unter Glücksgefühlen ausbrechen. Aus unserer Seifenblase. Und manchmal, ja manchmal besuchst du uns in den großen Dingen. Den sanften Brisen, welche durch die Baumkronen tanzen, die Wangen sanft berühren. Stelle ich mir vor, es wäre einer deiner Küsse. Wenn der Wind laut fegt und heult bis zu meiner Haustür heran, dann denke ich an dich. Fass es auf wie eine Warnung. Eine Warnung, welche dem Plädoyer an das Leben gleicht. An die wunderschöne Einzigartigkeit jedes einzelnen Momentes. Momente, die ich nie greifen kann. Gegenwart nur eine Illusion, sobald ich an sie denke, schon Vergangenheit. Doch mit dir war ich kurz im Moment. Konnte Gefühle fühlen nur durch dich, Freundschaft spüren unter deiner Hand, mit dir zusammen Pläne illustrieren, nach dem Morgen greifen, obwohl doch erst gestern ist. Sonnenuntergänge über dem Meer beobachten, zusammen berauscht über die großen Pläne der Zukunft fantasieren. Nun bin ich hier und erlebe Momente. Nie wieder treffen sich unsere Achsen. Du warst zu schön für diese Welt, nicht passend für unsere Zeit. Wo auch immer du bist, ich weiß, es geht dir gut. Schicke Küsse in den Wind, um dich zu grüßen. Sonnenblumen wachsen nun auf allen Wiesen. Ewig blühendes Leben unter den schönsten Sonnenuntergängen, unter dem Vögelzwitschern, versuche ich für dich Momente zu genießen. Nun bist du in einer anderen Welt daheim. Ein Paradies aus Sonnenstrahlen, ewig blühende Jugend unter den schönsten Sonnenuntergängen. Meere voller glitzernder Schneeflocken, geheime Seen hinter jeder Biegung, sanfte Küsse deiner Liebsten mit jedem Windhauch. Ein Kind des Glücks nennt man dich dort. Bei jedem Schritt küsst die Sonne dein Gesicht. Eines Tages besuche ich dich. Dort scheint es schön zu sein, denn du bist in mehr als nur einer Welt daheim. Dankeschön. Pauline Putze. Ich darf derweil die nächste teilnehmende Poetin ankündigen. Es ist mir eine Freude. Sie war Trierer Stadtmeisterin 2018 im Finale der deutschsprachigen U20-Meisterschaften. 2019 hat sie an den deutschsprachigen Meisterschaften ohne Altersvorgabe teilgenommen. Und außerdem hat sie einen Preis gewonnen, der ein bisschen länger ist. Der heißt, das ist der Preis des Autoren-Nachwuchswettbewerbs vom Wochenspiegel und Literatur on Tour Saar-Hunsrück 2016. Und sie hat nicht nur in zahlreichen Anthologien veröffentlicht, sondern auch ein Buch herausgebracht in diesem Jahr. Das heißt Augen zu oder auf. Ich erwähne es gleich auch nochmal. Und ich bitte Sie jetzt schon mal zu mir auf die Bühne. Hier ist für euch Lea Sophie Keller. Man weiß auch, wenn man dieses Effektgerät hat, weiß man gar nicht so genau, ob man jetzt noch selber in die Hände klatschen soll oder nicht. Lea, schön, dass du da bist. Ja, ich freu mich auch. Dein Buch ist dieses Jahr erschienen.
Hat sich dort niedergeschlagen, in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden, gesellschaftlich, oder sind die Texte darin prä-Corona entstanden? Und wenn ja, was sind das für Themen, die dich beschäftigt haben? Also die Texte sind noch vor Corona entstanden. An sich geht es immer um Themen, die mich in irgendeiner Form bewegen. Tatsächlich habe ich über Corona keinen Text geschrieben, einfach weil ich darauf keine Lust hatte, noch mehr mir über Corona Gedanken zu machen. Ja, die Buchveröffentlichung hat sich halt sehr lang hinausgezögert und bis wir dann gesagt haben, dass wir es trotzdem in Corona-Zeiten noch machen werden. Ja. Verstehe. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf deinen Text. Lea-Sophie Keller, meine Damen und Herren. Ja, es ist sehr schön, hier zu sein, auf einer Bühne. Und ja, mein Gedicht erzählt von Träumen, die beinahe durch Zweifel zerstört werden. Und mein Gedicht heißt Das mit den Zweifeln. 7. Klasse, 1. Schultag, die Neue kommt herein. In der Pause erster Schlag, sie scheint Ausländer zu sein. Chiara ist still. Sie sieht nur zu, doch dann steht sie aus, sie versteht, Angst ist Tabu, sie nimmt ihre Hand. Sie sagt, alles wird gut, sie sah, sie lernt, in ihr kocht die Wut. Chiara ist 13, doch sie beschließt, dass sie kämpfen wird, bis kein Blut mehr fließt. Und sie sagt ihre Meinung, sie schweigt nicht still, sie schaut nicht weg, gegen Diskriminierung leugnen hat ihr gar keinen Zweck. Ihre Argumente auf Plakaten, ihr Herz im Flüchtlingsheim, auf ihre Worte folgen Taten und sie ist nicht allein. Die Ersten lachen. Sie sei viel zu jung, als könnte sie was entfachen. Sie ist viel zu dumm. Für das große Ganze bist du einfach zu klein. Lass deine Träume. Lass es doch sein. Die ersten Nazis sagen, pass auf, was du sagst. Sie drohen zu schlagen, wenn du es wagst. Da sind Blicke. Sie zweifelt an sich. Da hört sie Worte, sie, vielleicht haben sie recht, sie spürt die Schläge, sie bekommt Angst. Ihr geht es schlecht, keiner nimmt ihre Hand. Zweifel nisten sich ein. Vielleicht gibt sie auf, sie muss sich befreien. 3. Klasse, kleiner Lars. Wie die Mädchen tanzen, sieht aus nach viel Spaß, in der Pause stehen alle beieinander. Wie sie sich drehen, macht Lars ganz durcheinander. Nach der Schule schließt er sich ein. Er bewegt sich zur Musik, er will die Funke-Marie sein. Lars steht vor dem Trainingsraum. Er klopft leise an der Tür. Tanzen ist sein großer Traum. Er kommt rein, er kämpft dafür. Er steht vor dem Trainer. Er sagt, was er will. Er reicht ihm den Zehner für die Stunde, sagt er still. Die ersten Mädchen lachen. Er ist doch ein Junge, als könnte er Spagat machen, ertönt es aus ihrer Zunge, er sprintet nach draußen. Die Jungs ärgerten ihn, schlugen ihn in den Pausen, bis seine Träume verfliehen. Da sind Blicke. Er zweifelt an sich. Da hört er Worte, vielleicht haben sie recht. Er spürt die Schläge. Er bekommt Angst. Ihm geht es schlecht, keiner nimmt seine Hand. Zweifel nisten sich ein. Vielleicht gibt er auf. Er muss sich befreien. 9. Klasse. Schüchternes Ding. Sie redet kaum, sitzt nur still da, als die Schulglocke losging. Was sie weiß, man weiß es nicht. Was in ihr vorgeht, bleibt geheim. Wenn man sie fragt, macht sie dicht. Sie scheint sehr nachdenklich zu sein. In Deutsch hat sie nie aufgepasst. Auf Sätze ging immer schief. Analysieren hat sie gehasst. Emma wird lieber kreativ. Sie soll Zwischenzeilen lesen. Es gelingt ihr einfach nicht. Sie soll aufzeigen und reden. Sie schreibt lieber ein Gedicht. Sie sieht Menschen, die Poesie selbst sich auf Bühnen tragen. Sie hört die Buchstaben, Melodie, sieht, wie Poeten Worte jagen. Sie möchte das auch. Sie meldet sich an, weil sie die Bühne braucht, weil sie das bestimmt kann. Die ersten Auftritte vergehen. Die ersten Menschen berührt in den Bühnenraum wehen. Blicke, die sie spürt, klar, ist sie noch am Anfang. Herz auf Schmerz ist noch ihr Reim, doch zieht sie Menschen in den Bann und kann endlich selbstsicher sein. Die ersten Lehrer erfahren, dass Emma auf Bühnen steht. Sie möchten sie bewahren, sagen, dass sie einen Fehler begeht. Wie passt das zusammen? Auf Bühnen und stumm. Wie kann sie Ängste verdammen? Sie ist schlecht in Deutsch. Sie redet vor Publikum. Zuschauer fragen, bist du nicht etwas klein? Sie schauen und sagen, große Worte passen nicht rein.
Da sind Blicke. Sie zweifelt an sich, da hört sie Worte, vielleicht haben sie recht. Sie spürt, sie ist still, sie bekommt Angst. Ihr geht es schlecht, keiner nimmt ihre Hand. Zweifel nisten sich ein. Vielleicht gibt sie auf, sie muss sich befreien. Chiara steht auf. Lars zeigt sein Gesicht. Emma kommt aus sich raus. Sie stehen nun im Rampenlicht, versucht es nur weiter. Drückt sie in Schubladen, sie bauen sich Leitern, es reicht schon ein Faden, sie klettern hinauf. Du hältst sie nicht auf. Sie verbannen die Zweifel, sie machen sich nichts draus. Chiara kämpft gegen Rassismus, auch wenn es ihm nicht passt. Lars hat seinen Entschluss schon längst gefasst. Emma pfeift auf all die Pfeifen, die nicht an sie glauben. Sie wird nach Sternen greifen, Worte kann man nicht rauben. Sie ist zu laut. Sie muss vornehm sein. Sie ist zu still, er darf nicht schreien. Sie ist zu jung, sie kann nichts erreichen. Er ist zu alt, die Jahre verstreichen. Da ist die Schublade. Nimm Rückplatz. Oder verbrenn die Fassade, kratz das Holz ab. Sie ist zu dumm, sie ist ein Lügenverbreiter. Er ist zu schlau, er ist der Außenseiter. Sie ist zu dünn, sieht echt nicht schön aus. Er ist zu dick, er soll nicht aus dem Haus. Da ist die Schublade. Mach sie gemütlich oder sei eine Granate und spreng deine Worte in sein Gesicht. Sie ist zu klein, sie kommt nie drauf. Er ist zu groß, er spielt sich auf, sie ist ein Mädchen. Sie muss gut aussehen, er ist ein Junge, er darf sich nicht zur Musik drehen. Versucht es nur weiter, drückt sie in Schubladen. Sie bauen sich Leitern, es reicht schon ein Faden. Sie klettern hinauf, du hältst sie nicht auf. Sie verbannen die Zweifel, sie machen sich nichts draus. Da sind Blicke. Sie blickt zurück. Da hört er Worte, er ist ein Einzelstück, sie spürt die Schläge. Sie macht ihr Ding, er macht so weiter. Sie ist der King. Da ist die Schublade. Da sind die Sterne. Dankeschön. Ja, das war Lea Sophie Keller aus Trier zu uns angereist. Das freut uns ganz besonders, sozusagen unsere am weitesten gereiste Poetin des heutigen Abends. Und ja, unsere nächste Teilnehmerin ist jetzt gerade eben noch aufgetaucht, nachdem sie schon gedacht hatte, es wäre morgen der Veranstaltung. Aber wir sind froh, dass sie es noch geschafft hat, hierher zu kommen. Sie kommt aus Frankfurt, zum Glück hatte sie es nicht so wahnsinnig weit. Ich kenne sie auch schon jetzt wirklich einige Jahre aus Workshops und sie war lange Jahre eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei uns am Frankfurt Poetry Slam. Sie ist aber auch Preisträgerin des Jugendwettbewerbes für junge Lyrik Lyrics und Finalistin des Texte-Wettbewerbes für junge Literatur in Wien und außerdem auch noch Texterin und Sängerin der Frankfurter Band The Dragonflies. Begrüßt ganz herzlich mit mir Thea Steimer-Thorsson. Ja, und bevor es losgeht, Thea, erstmal toll, dass du es geschafft hast. Zum Glück hattest du es ja nicht ganz so weit, musstest nicht aus Trier anreisen. Das ist schon mal der große Vorteil gewesen. Ja, vielleicht auch zu deinen Texten. Es ist ja, ich habe manchmal das Gefühl, du bist nicht so eine ganz klassische Poetry-Slammerin. Du hast so eine ganz eigene Sprache irgendwie. Was ist irgendwie, was sind die Themen oder was ist die Sprache, die dir wichtig ist für deine Texte? Ich bevorzuge es, so oft wie möglich neue Sachen auszuprobieren, weil ich, wenn ich auf die gleiche Art und Weise mehrmals schreibe, schnell gelangweilt bin. Aber ich glaube auch, weil ich noch nicht die Art und Weise zu schreiben gefunden habe, in der ich mich wirklich wohlfühle. Das heißt, du hast schon ganz viel ausprobiert, deshalb im Prinzip kann man immer was Neues von dir erwarten. Das ist auch spannend. Eine Zeit lang bist du auch immer unter neuem Namen aufgetreten. Also das kann ich auch erinnern, das ist aber jetzt gerade nicht mehr so wichtig, oder? Nein, derzeit bin ich mit Klarnamen unterwegs, wenn ich nicht gerade aktivistischen geheimen Tätigkeiten nachgehst. Okay. Wenn ich nicht für den Geheimdienst tätig bin, dann. Ja, und diese Ausnahmezeit, in der wir jetzt existieren, was hat das für dich für einen Einfluss gehabt? Oder für deine Texte vielleicht? Hat es da einen Einfluss gegeben? Also ich habe erstmal mehr geschrieben und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und dann hat die Schule wieder angefangen und dann habe ich wieder aufgehört zu schreiben. Ja, jede Ausnahmezeit wird am Ende von der Schule wieder platt gemacht.
Wir freuen uns auf einen Text von Thea Steimer-Thorsson. Also, es sollte möglichst ein Text zum Thema Ausnahmezeit sein. Und der Charakter an diesem Text erfährt eine Ausnahmezeit. Das ist ein Gnom, der im Elfenbeinturm wohnt und dann da rausfliegt. Und es heißt, der Gnom im Elfenbeinturm. Was ist ein pechschwarzer Köter mit weißen Punkten? Ein Almatiner. Was betreiben Chemieprofessoren im Weltraum? Alchemie. Was gab Gott den unterdrückten Aliens, um sie aus ihrer Knechtschaft zu befreien? Einen Almose. Und wo befindet man sich, wenn man über das All hinausgeht? Überall. Ich himmel den Himmel an und sehe mein Leben in der irdischen Welt als vorübergehend an, so als campe ich im Himmelszelt. Das sagte er, so hörte ich es, der kleine Arme, ein Wurm im Loch, halb Wurm, der sie so lebte, als wär er schon in der Urne, der Gnom im Elfenbeinturm. Der erzählte sich aus Langeweile, er wäre echt erhaben, glaubte das Meer vom Märtyrer. Ich habe ihn hören sagen, er wisse es aus hören sagen, dass seine Kleinigkeit der nächste Messias wäre. Ein Apostel in der Postapokalypse, das wäre genau der richtige Posten, meinte er in einem seiner Geistesblitze, die ihn aus heiterem Hirn durchschossen. Und der glühende, größenwahnsinnige Gnom war nicht nur Theoretiker und Theologe, er war genauso sehr Astronom, Asthmatiker und Astrologe, denn das Turmschloss aus Elfenbein schloss Türme von Konvoluten und Bücherbergen in sich ein, aus Zeitungen waren die Treppenstufen. Märchenbücher bildeten das Fundament. Die großen Philosophen waren Teppichboden, selbst die Fenster waren beschriebenes Pergament und aus Zetteln war das Bett gewoben. Eine Matte, die hing in der höchsten Spitze dieses Turms oder vertikalen Sargs. Hier las der Gnom und machte Witze über die Menschen, von denen er las. Denn dieses Wesen erfanden Brillen, aber blieben kurzsichtig. Alle Dinge von wahrem Wert waren für sie nur kurz wichtig. Wegen des historischen Kurzzeitgedächtnisses war dann mit Krieg auch immer nur Kurzschluss. Sie verbrannten sich selbst, es war ein einziger Kurzschluss. Kurzum, im Vergleich mit Gnomen zogen Menschen klar den Kürzeren. Und beim Lachen raffte der Gnom die Zeit wie ein Kleid und es ging im Weltzeitalter im Zeitraffer vorbei. Denn das Genom des Gnoms hatte ihn darauf gepolt, Zeit nicht unter die Zeitlupe zu nehmen, bis sie im Brennpunkt verkohlt. Er ließ sie entfliehen und blieb stehen, um sich aus historischen Momenten einen Joint zu drehen. Und er hielt sich innerlich für jung, höchstens um die 100. Doch das war Einbildung, er lebte schon seit dem 1. Jahrhundert. Und der Elfenbeinturm war entsprechend antik. Man sah schon bei Weitem, dass da etwas nicht stimmt. Weil Elfenbein nicht viel wiegt, schwankte der Turm heftig im Wind. Nun ist es so, dass wir Menschen offenbar nur das für wahr halten, was wir wahrnehmen. Und nur das wahrnehmen, was wir für wahr halten. Und so ist nie was mit dem Turm geschehen, denn man war zu dumm, um ihn zu sehen. Und er wäre unbehelligt, ewig im Dunkeln geblieben. Wäre nicht das digitale Zeitalter angebrochen und aus des Bruches und heimlichen Tiefen das Google Maps Car herausgekrochen. Den Satellitenaufnahmen hatte noch keiner getraut. Man meinte, die Russen hätten die Daten korrumpiert oder der Praktikant hätte es wieder versaut. Erst mit den Nahaufnahmen hat man es kapiert. Hey Prof, ist das eine optische Täuschung? Nein, im Blumenmeer steht wohl ein Leuchtturm. Es war der Elfenbeinturm, sie hatten ihn entdeckt. In dem hatte sich der gelehrte Gnom nun sehr lange versteckt. Man siehe am Beispiel, klammert sich ein Gnom zu lang an das Elfenbein, wird es irgendwann zu viel für die geduldigste Elfe sein. Es wurde wohl Zeit für große Veränderungen. Es kamen Leute, die scharf waren auf das Material. Sie erwählten bürokratische Bestimmungen zu den Waffen ihrer Wahl. Und der Gnom, der nichts als Frieden wollte, um in Ruhe zu studieren, musste, weil der Mensch ihm grollte, sich über Brandschutz informieren.
Die Pergamentfenster eliminieren, Stiegen, Matten, Liegen, Gassen und Statuen von Tieren, die die Gänge zierten, alles neu kreieren, denn all dies war Papieren. Die Texte fachgerecht sortieren und sicher archivieren, die Brandgefahr minimieren, bei all dem nicht die richterliche Einberufung verlieren. Statt über Sterne zu meditieren, hieß es nun restaurieren. Das ging den Gnom an die Nieren, er konnte sich dazu nicht motivieren und wusste aus der menschlichen Geschichte, nun hieß es das Recht neu interpretieren. Da setzte er auf seine Religionsfreiheit. Er war doch der Messias und wollte nun mal für die Menschheit verbrennen. Doch der CDU-Abgesandte kam, sah und sagte, es tut uns leid. Politik muss man in unserem Land ganz klar trennen von wirtschaftlichen Interessen. Der sagte der Gnom, er gehöre nun mal zu dem Turm und wollte sich zum Weltkulturerbe ernennen lassen. Doch als böse Erbe erwies sich die Welt für den Gnom, wollte ihn ausstopfen, um seinen Wert zu erfassen. Der Gnom pochte auf seine Bürgerrechte, doch hier waren CDU und AfD ausnahmsweise einer Meinung. Wenn man einen Gnom einbürgerte, dann wollten plötzlich alle, also ab ins Asylheim mit der grünen Erscheinung. Dann dachte er, nun ist es genug, fühlte sich dabei zu Recht recht apart und rief mit des Widerstandes letzten Atemzug, ich bin der Letzte meiner Art. Stille. Aus den tausenden nach den Elfenbein ausgestreckten, vor Gier zitternden Gliedern wich das Blut. So wurden sie selbst Elfenbeinfarben, erstarrten erst und zersplitterten dann vor Wut. Raubt, was ihr zu fassen kriegt, konnten die Piraten gerade so den Umstehenden raten, denn dann konnte man schon die grünen Schiffe spotten, über das Blumenmeer kamen die Greenpeace-Flotten. Der Nabu kam in einem Wagen, der ward von Staren gezogen, über den königsblauen Himmel geflogen. Und das Gnom, dachte er, sähe Gespenster, denn die Aktivisten bauten Tripods, die reichten hoch bis an sein Fenster. Auch die Chinesen schickten Rettungsbots. Da herrschte bei den Gierigen im Blumenmeer Seenot. Die AfD baute sich ein Floß und sagte allen, es ist kein Platz mehr im Boot. Die CDU rief, wir schaffen das, und crowdsurfte an Land. Die FDP aber hat vor sein U-Boot Finanzhaie gespannt. Da freute sich der Gnom im Elfenbeinturm an der Ruhe nach dem Sturm. Und dieser Turm war nun nicht mehr ein Sarg, denn sein Bewohner zelebrierte nun jeden einzelnen Tag dieser geschenkten Zeit in seiner selbstgebauten Welt, jede Sternstunde hier im Himmelszelt. Lea Steiber. Dankeschön. Nun ist es soweit, Dirk. Wir würden, wenn es sich um einen klassischen Poetry Slam handeln würde, jetzt versuchen herauszufinden, wen wir gleich im Finale sehen werden. Genau, und ich habe das ein bisschen vorbereitet, indem ich schon mal gefragt hatte, wer welche Zahl haben möchte. Verstehe, also sozusagen so, dass man es sich aussuchen kann. Okay, also genau. Sie sind praktisch selber daran schuld, was das Ergebnis jetzt letztlich sein wird. Wir müssen sie natürlich würfeln, also je nachdem, wen wir jetzt gerade würfeln. Also unsere Poetinnen haben jetzt Nummern bekommen, sie sind zu einer Art Nummernrevue verkommen, muss man sagen. Oder nicht verkommen, aber... Darf ich dich bitten, den Würfel des Schicksals an dich zu nehmen? So, ich habe mir das irgendwie mal aufgeschrieben, wer welche Nummer hat. Da liegt es. Alles klar. Und ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle irgendwie bereit und seht und hört zu. Ich mache einen Trommelwirbel und du wirfst den Finalwürfel. Achtung, fertig, los! Nummer 1! Das war ein Timing. Die Nummer 1 ist die Nummer 1. Und die Nummer 1... Die Nummer 1 ist tatsächlich die Poetin, die wir eben gerade zuletzt gehört hatten. Das ist Thea Steimer. Also Thea Steimer darf nochmal einen Text lesen und ist gleichzeitig auch die... Gewinnerin dieses Ausnahmezeit-Poetry. Ja, aber erst muss sie noch einen Text lesen, dann ist sie Gewinnerin. Richtig, euch, ja. Richtig. Also ja. Wir könnten natürlich auch noch einen extra Gewinner auswürfeln, aber... Es muss ja alles seine Ordnung haben. Ich glaube, das wäre dann irgendwie komisch, ja. Thea, bist du bereit? Würdest du uns noch einen Text
Vortrag. Vorher gibt es noch den Feature-Text. Ist ja mir jetzt unangenehm, mich selber da noch hineinzuflutschen. Aber stimmt, das hatten wir vorhin ausgemacht. Aber ich bin ja schon nah an dem Demenzalter, deswegen kann ich gelegentlich mal Sachen vergessen. Das war eigentlich der Plan, dass du vor dem Finale mit Sascha zusammen noch einen Feature-Text machst. Also in dem Fall ziehe ich mich zurück und mache nochmal einen Riesenapplaus für Samuel Kramer und Sascha Schirmacher an den Tasten. Ja, danke schön. Ich freue mich immer richtig doll, wenn ich mit Sascha zusammen auftreten kann. Wir haben öfter schon gemeinsam performt. Das ist Dirks Ankündigung und nicht mein Text. Mein Text ist woanders. Ich habe einen neuen Gedichtzyklus geschrieben, wo ich sehr gespannt bin, was jetzt gleich passiert. Der Zyklus besteht aus 4 Teilen und ich werde die Teile dadurch trennen, dass ich zwischendrin eine dramatische Pause mache und dann fängt der nächste Teil an. Und du steigst einfach ein und ich komme dann. Also du fängst an und ich mache dann mit dem Text weiter. Okay. Ja? Abgemacht? Es geht um Zeit, oder? Es geht um Zeit. Ja, ich soll. Also das ist nicht vorbereitet, das sollte man vielleicht dazu sagen, sondern es geschieht jetzt etwas und ich habe große Lust. Ich verliebte meine Uhr in die Vergangenheit, kaufte Formationen wie Gletscher strukturell überbordend, ersetze Formationen durch Wolken. Nimm dazu das Reparaturkit aus der Schublade mit der Aufschrift Bedingungen. Geh wohin du willst. Da wird es Schrauben geben oder Metalle. Schmelz Haufen Federn und Zähne. Ersetze Formationen durch freigelegte Himmel, Straßen, die unter dem Schnee blank ziehen, Schnee und sein inflationäres Weiß. Das Werk weiß, dass dir das Wort überbordend gefällt, wird aber von Unsicherheit gequält bezüglich der Zeile ersetze, die ich für irreparabel halte. Ich verlegte meine Uhr in der Gegenwart. Sie verkaufte sich nicht gut. Ich wechselte die Zeit, verwechselte meinen Puls mit Schritten auf dem Flur, Furcht mit Angst, lag wach, herzrasend. Heute liefere ich wieder mich aus und hybriden Idealen, betreibe Unruh, Feintuning. Das Eis treibt in solchen Träumen zu einer Seitwärtsbewegung. Denk Dekadenzeiger, denk etwas brennt, schwelt, schwere los. Du musst irgendwann wieder atmen. Du musst fast nichts. Nur die silbernen Nieten der folgenden Zeilen leicht zusammendrücken, um die Knopfbatterie zu wechseln. Ersetze Knopf durch Klopf durch Kopf, bis unbeantwortbare Fragen und die Schatten aus den Fugen springen mit einem leichten Ping. Du wirst es spüren, wenn es zu spät ist. In ihrer Chronik verzeichnete die ängstliche Behörde 24 Arten von, die eine vorausschauende Praktikantin jetzt bereits geistesgegenwärtig dem Schredder zugeführt haben wird. Was mir verzeiht, ist nicht die Zukunft. Meine Uhr zeigt Schollen, groß wie Fußballfelder, driftend. Sequels, zu den Sequels der Sequels. Es ist, ich habe hingeschaut, es aber nicht registriert, Uhr. Es ist entstehende Zeit, eine Zeit, die gebaut wird. Ersetze Schnee durch Regen, unerbittlichen. Strömung durch kollektive Aktion. Ich weiß, dass die Versiegelung erneuert werden muss, dass es keine tasmanischen Tiger mehr gibt. Eins wie Tasten, zwei ohne nachzuschauen. Lünetten an Taucheruhren sind in der Regel nur gegen den Uhrzeigersinn drehbar, sodass sie nur einen zu kleinen Sauerstoffvorrat anzeigen können, nie aber einen zu großen. Verzeiht mir, Sommerzeit, Winterzeit. Epilog. Ich habe meine Uhr seit Wochen nicht getragen. Das Armband ist kaputt. Ich könnte mir ein neues kaufen aus Plastik, das dann wieder kaputt geht. Auf Leder will ich nicht zurückgreifen, so liegt die Uhr herum. Ein loses Auge. Nichts und niemand starrt. Ich schäme mich, als hätte ich behauptet, mit meiner Uhr Kurznachrichten empfangen zu können, 10 Jahre zu früh, dass etwas schmelze, aber zu spät. Die Vergangenheit ist eine Geschichte, die Gegenwart ein Gefühl, die Zukunft kann beides sein. Die Verbindungen sind nur lose, nur Loser sind in Verbindungen. In der besten Version von allem verlose ich meine Uhr zu einem guten Zweck und alle wollen ihr Ticken gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank Samuel und Sascha. Ihr macht das ja auch nicht zum ersten Mal zusammen. Und ja, dann kommen wir zu unserem Finaltext und da brauchen wir jetzt nochmal Thea Steimer. Und ich hoffe, du bist bereit. Ich glaube, ich sehe dich da schon herumlungern. Sie hat geübt, glaube ich, so geheimdienstlich irgendwie unauffällig irgendwie im Hintergrund zu stehen. Aber sie jetzt steht müssen praktisch wir sie, schon am Mikrofon. Wir müssen wir sie trotzdem nochmal hervorlocken, sobald natürlich wieder unser Schutz ausgetauscht wurde. Und das ist eigentlich jetzt schon der Fall. Alles klar. Liebe Menschen an den Bildschirmen, hier ist nochmal die Finalistin Thea Steimer. Okay. Nochmal. Die Würfel sind gefallen. Der Text heißt Error 4.0. Nicht mehr lesbar, da Bildschirm zerschlagen. Es scheint etwas zu. Wie das Fehlen im ersten Satz. Der amerikanische Online-Guru meiner Mutter meint, das sei Unsinn, dass Dinge sinnlos, sinnfrei oder ohne Sinn sein könnten, wie diese Singsang von Sins, die Sinne betören, aber beim über den Sinn der Aussage sinnieren kaum assistieren. Der Sinn wäre einem laut ihm nur noch nicht in den Sinn gekommen, man habe den Sinn schlicht noch nicht ersonnen. Doch ihm fehlt was. Der Realitätsbezug, und damit will ich nicht sagen, sein Geschäft sei Betrug, denn mir fehlt die Motivation dazu. Ich will nur sagen, wenn dieser Guru wirklich die Art Magier ist, die vom Dach pisst und dann den Strahl Urin wieder einsaugen kann, dann sollte er etwas gegen Trump tun, anstatt seine Karriere auf den zerbrochenen Träumen von Individuen im Midlife-Crisis aufzubauen, deren Lebensmotto I had a dream, lautet. Die spüren, dass da etwas fehlt, was sie innerlich quält, jede Sekunde zerreißt, das man nicht beim Namen nennen kann, weil man nicht weiß, wie es heißt, also nennt man es irgendwas und vergisst es. Und ich vermisse wegen dieses Gurus die USA. Dabei war ich noch nie da. Genauso wie ich Nivea, Shampoo, Nike-Turnschuhe, 20.000 Nokia-Handys und einen Snickers vermisse. Obwohl ich nicht weiß, wie Snickers schmeckt oder was man im 21. Jahrhundert mit Nokia-Handys bezweckt. Ich will es einfach zurück, weil ich es nie gehabt habe und es daher die Chance gibt, es sei das ewige Glück. Und bei Nivea-Shampoo ist mir egal, dass ich nicht einmal weiß, ob es das gibt. Ich will es. Jetzt. Und eine Katze. Ich brauche eine. Scheiß mal auf die Katzenhaarallergie. Meine Mutter meint, das wäre eine Schnapsidee, doch ich denke eher, deliziöser Cognac. Denn mir fehlt diese Katze in etwa so sehr, wie meiner Oma das Verständnis für moderne Technologien fehlt. Meine Oma. Der wir, als sie mit ihrem Tastentelefon nicht zurechtkam, davon überzeugen konnten, ihr fehle ein Smartphone. Nun sucht sie verzweifelt nach jemandem, der ihr das Tastentelefon repariert, damit sie uns anrufen und um Hilfe mit ihrem Smartphone bitten kann. Von dem sie überzeugt ist, dass es nicht geht und dass sie es einfach nicht versteht, ruft einen an, ruft, ich kann das nicht, ruft zu einem hinauf, wie zu einem Gott mit zitternden Händen, als wäre man selbst der Technikmeister, dazu ein Sklaventreiber und könnte sie per Elektroschocktherapie dazu zwingen, mit diesen Dingen umgehen zu können, denn sie muss das wissen, weil es jeder weiß. Und sie wäre gerne Teil von diesem eingeweihten Kreis. Denn sie spürt, dass ihr etwas fehlt, was sie innerlich quält, jede Sekunde zerreißt und was sie nicht benennen kann, weil sie nicht weiß, wie es heißt und in dem Telefonbuch unter Name steht halt auch nur fehlt. Ich habe entschieden, wie nur miese Erben entscheiden, meine Oma zu lieben, aber fern zu bleiben, wenn ihr iPhone sich mal wieder als kleiner Quantencomputer entpuppt. Ich mache das wie Ermittler in NSU-Konflikt, einfach nett lächeln und winken, wenn der Feind in Erscheinung tritt. Lasse an meinem Schutzschild alle Anfragen abprallen, wie das Smartphone die PIN-Vorschläge meiner Oma. Habe jede Emotion gekillt, sage nichts und das dann da Coda. Stattdessen spiele ich Schach. Tag und Nacht. Bis zur Sehnscheidenentzündung und bis diese wieder verschwindet, weil meine Hand die Verbindung zum Hirn nicht gelingt. Egal, matt setzen kann ich auch mit links. Und ich spiele.
und denke daran, dass mein kleiner Bruder gut spielen kann und dass ich gerne mit ihm spielen würde, dass er mir fehlt. Ich weiß außerdem auch, Marcel Duchamp hat Schach gespielt und der Mörder in Twin Peaks und Alan Turing, wenn er nicht gerade Enigma knackte, und viele alte Männer in Cafés um die Welt mit dem Schachbrett auf der Aluplatte. Sie alle und mehr lasse ich sich um mich versammeln. Sie übernehmen die Rollen von Schachfiguren. Kann sie mir so gut vorstellen, dass sie mir nicht mehr fehlen und ich nicht mehr einsam bin. Dass sie alle ihre Rolle wählen. Nur für meine Oma reserviere ich die der schwarzen Königin. So spiele ich mit ihnen. Ohne Pause. Bis der Himmel blau-weiß kariert erscheint. Spiele gegen mich, da sich auf diese Weise alle Macht in mir vereint und ich so keine Angst haben muss vor ungewollten Außeneinfluss. Bin hier sicher, vor allen Fremden in meinen vier Wänden, die ein hermetisch geschlossenes, dreidimensionales Spielfeld für mein Leben abgeben. Doch sobald ich zu müde bin, um selbst gegen mich selbst zu gewinnen, dann fällt meine schwarz-weiß karierte, für mich perfekt kartierte, mit Koordinaten versehene, in sich schlüssige, homogene Welt in sich zusammen. Und ich merke, dass mir etwas fehlt, mich innerlich quält, ständig zerreißt. Und von dem ich nicht weiß, wie es heißt, denn es fehlt eben dieses Fehlende, und es zu benennen, wäre ein Fehler. Moment, bevor du gehst. Ja, wir haben es ja jetzt schon die ganze Zeit demonstriert, was für ein fantastisches Gerät es ist. Und deswegen. Das ist der fantastische Hauptgewinn des heutigen Abends. Es ist eine Soundmaschine für dich. Du kannst dir selbst Applaus machen, jeden Abend in deinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn du einen Text fertig geschrieben hast, kannst du dir den Applaus selbst machen. Ich überreiche dir das jetzt nicht persönlich. Wir desinfizieren das noch im Background und dann bekommst du es überreicht. Aber das ist sozusagen der Hauptgewinn des heutigen Abends, und ich kann das nur jedem empfehlen, sich so eine Soundmaschine zuzulegen, der künstlerisch tätig ist und auf Bühnen unterwegs ist. Man braucht diesen Applaus, oder vielleicht du nicht. Wie ist das bei dir, Thea? Brauchst du Applaus oder ist es dir völlig egal, ob jemand applaudiert? Wenn meiner Mutter meine Texte gefallen, dann bin ich sehr glücklich, und dann ist mir auch jede Zweitmeinung mehr oder weniger egal. Okay, und ein Applaus beim Poetry Slam ist dann so, nimmt man mal mit. Es ist dann nett, einfach noch ein kleines Add-on. Es ist dann für mich wie so ein Echo von dem, was ich bei meiner Mutter erlebt habe. Okay. Das finde ich ein sehr klares, gutes Statement. Es hat trotzdem 16 Geräusche. Es ist nicht wahr, aber es ist genau, es hat ja auch andere Geräusche. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau, du musst dir nicht Applaus anmachen, du hast sogar die Wahl. Zum Beispiel, oder dieses Geräusch. Kann ich auch einfach die Batterien für was Besseres verwenden? Auf jeden Fall kannst du das natürlich machen. Auch. Es sind drei Knopfzellenbatterien, also gar nicht so, so wenig. Ja, das auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Hiersein. Und ich würde sagen, wir bedanken uns nochmal bei allen, die heute teilgenommen haben. Auf jeden Fall. Wir müssen Sie aber nacheinander hier auf die Bühne bitten. Thea, du bist jetzt schon auf die Bühne, deswegen müssen wir dich jetzt bitten, wieder runter zu gehen. Vielen, vielen Dank für den Auftritt von Thea Steimer. Genau. Und unter eurem virtuellen, donnernden Applaus bitten wir nochmal einmal alle Auftretenden nacheinander auf die Bühne zu kommen, kurz in die Kamera zu wedeln und Hallo zu sagen, vielleicht in der Reihenfolge, in der sie auf der Bühne waren. Also noch einmal für euch hier auf der Bühne, Cecily Ogunjobi. Genau. Außerdem, sehr schön, perfekt. Das ist nicht geprobt worden und das wird man merken, das ist kein Problem. Außerdem Lea Weber. Sehr schön. Schön, dass du da warst. Weiterhin, ihr kennt sie noch, Pauline Puze. Schön, dass du da warst. Und last but not least, Lea Sophie Keller. Donnernder Applaus. So. Sehr schön. Und natürlich nochmal einen ganz dicken Applaus auch für Sascha Schirmacher an den Tasten. Schön, dass du da bist. Ich mach nochmal einen Sonnenapplaus. Es wird nicht alt, es geht nicht vorbei. Dirk. Corona geht ja jetzt auch nicht so schnell vorbei und damit geht auch die Ausnahmezeit nicht vorbei. Das heißt, zum Abschluss können wir vielleicht nochmal kurz darüber reden, wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen? Was kann man tun?
Du bist ja gerade schon so am Machen. Genau, also eine Möglichkeit, das haben ja auch schon einige genannt, wenn man in so einer Ausnahmezeit ist, ist natürlich die Möglichkeit, darüber zu schreiben oder überhaupt sich die Zeit zu nehmen, zu schreiben. Und zwei unserer Dichterinnen haben tatsächlich sogar Bücher veröffentlicht in dieser Zeit. Und zwar einmal Lea Weber, laut geschrieben, ich halte es mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie sehen könnt. Und von Lea Sophie Keller, Augen zu oder auf, im Edition Wort Verlag ist das erschienen. Beide sind entweder über die Künstlerin unter leaweberverkauf@t-online.de oder über den Edition Wort Verlag, nehme ich mal an. Ich sag jetzt mal ganz schnell in Eigenwerbung auch nochmal, Poetry for Future im Satyr Verlag ist das erschienen, kann man im Buchhandel kaufen. Ja, auch das natürlich ein wirklich empfehlenswertes Buch. Und Cecily Ungojobi, die heute auch dabei war, ist auch da drin zu finden. Und auch einige andere Slam-Poetinnen und Slam-Poetinnen. Genau, an, ne? Ganz viele Leute, die man bestimmt kennt, wenn ich sie jetzt nennen würde. Aber Bücher kaufen ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man Kulturschaffende unterstützen kann. Vielleicht willst du mal beispielhaft erzählen, was hast du denn so in der nächsten Zeit vor? Hast du Projekte, über die man sprechen könnte? Irgendwas, was angekündigt werden könnte? Mit Poetry Slams ist es ja tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich jetzt zwei Anfragen für Song Slams, die wieder zu veranstalten. Aber auch da ist noch nicht ganz klar, ob es nächstes Jahr klappen wird. Also das ist beides für Januar, Februar angesetzt. Aber ich will noch nichts ganz Konkretes sagen, weil wir eben nicht wissen, wie sich die Situation da wirklich entwickelt. Wir wissen jetzt schon, dass zum Beispiel unser Veranstaltungsort, bei dem wir bisher waren, wahrscheinlich nicht mehr existiert, das Orange Peel, aus finanziellen Gründen. Wir haben noch nicht den absoluten Hinweis darauf, aber sehr wahrscheinlich ist es so. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch viele andere Veranstalter treffen, dass sie möglicherweise in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem natürlich. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir neue Formate entwickeln, auch fürs Internet. Zwei Sachen, die ich jetzt noch dieses Jahr machen werde, sind Schaufensterlesungen. Allerdings nicht in Frankfurt, sondern in Mainz, und zwar in der Walpoden-Akademie. Das ist so ein kleiner Mainzer Kunstverein. Der sitzt in der Neubrunnengasse, glaube ich, in Mainz, relativ zentral. Dort werde ich im Schaufenster sitzen und zweimal hintereinander am 8. Dezember und am 15. Dezember, am ersten Tag, werde ich so tun, als sei ich der australische Spoken-Word-Poet Tim Minchin und aus seinem Buch Storm, das ist ein Comic, vorlesen, und zwar die deutsche Übersetzung, die ich selbst machen durfte. Cool. Ja, ein ganz fantastisches Comicbuch, das ich nur sehr, sehr empfehlen kann, weil es sich auch mit diesen Themen Rationalismus versus Irrationalismus auseinandersetzt, gerade sehr, sehr aktuell im englischsprachigen Bereich, überhaupt sehr, sehr bekannt, hier im Deutschen noch nicht, aber ich hoffe, es ändert sich bald. Das ist am 8. Dezember, und am 15. Dezember werde ich dann aus meinem auch in diesem Jahr erschienenen Buch Den Fehler wiederholen lesen, ein kleiner Gedichtband, der im Axel-Liemann-Verlag erschienen ist. Und also Lesen ist zu wenig gesagt, es ist eine Art von Performance, Sound-Performance-Lesung im Schaufenster. Man kann also vor dem Schaufenster stehen, ich sitze hinter dem Schaufenster, insofern pandemisch ist das okay. Der Spuckschutz ist vorhanden. Der Spuckschutz ist vorhanden, wir müssen nur gucken, dass es sich keine Gruppen bilden. Ne? Also, sehr gut, ja. Ja, wie ist es denn bei dir, Samuel? Was gibt es bei dir? Ich arbeite zukünftig mit virtuellem Spuckschutz. Ich werde auch einen Livestream auf die Beine stellen. Dafür habe ich jüngst ein Projektstipendium bekommen. Herzlichen Dank an die Landeskulturstiftung an der Stelle. Und dieser Poetry-Livestream wird darin bestehen, dass ich über Sachen rede, die ich interessant finde. Und vor allem, das ist das besondere Feature, live einen Gedichtband schreibe. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Man kann nicht nur mit mir interagieren und mir sagen, welche Wörter einem gefallen und welche nicht, sondern eben auch live dabei zuschauen, wie ein Gedichtband entsteht. Das ist über meine Facebook-Seite und über meine Webseite dann zugänglich. Am Sonntag läuft der Pilot dafür. Ansonsten möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen. Du hast es ja eingangs erwähnt, wir haben ganz lange Kassiba in Leuchtschrift in der Akademie für interdisziplinäre Prozesse in Offenbach gemacht. Ein großartiger Kulturladen, der jetzt auch aus den vorstellbaren Gründen seine Pforten schließt. Das ist eine große Tragödie für die Rhein-Main-Region, finde ich. Der macht abschließend, macht dieser Laden noch eine Veranstaltung, einen Skulpturenpark, Corona-konform. Am 5.12. gibt es dann noch eine Abschlussveranstaltung. Schaut euch das an. Selbst wenn ihr noch nie in der AFIP wart, es ist jetzt die letzte Chance, diesen absolut einzigartigen Laden kennenzulernen, bevor er nicht mehr existiert. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch das Plädoyer. Schaut euch eure Kulturschaffenden an, schaut euch die Institutionen an, die ihr toll findet. Schreibt ihnen eine Nachricht, fragt sie. Die Möglichkeiten, sie zu unterstützen, werden so individuell sein wie die Leute und die Institutionen davor. Und dann schaffen wir es gemeinsam,
auch kulturell durch die Ausnahmezeit, würde ich mal sagen. Genau, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, zum Abschluss hören wir nochmal Sascha Schirmacher an den Tasten. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Das war Samuel Kramer. Das war Dirk Hülstrom. Und das war der Ausnahmezeit Poetry Slam. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank nochmal an die Stadtbücherei Frankfurt und das Bibliothekszentrum Sachsenhausen, dass wir hier sein durften und dass ihr euch um den Livestream gekümmert habt. Und vielen Dank natürlich an unsere Sponsoren vom Kulturamt Frankfurt und von der Hessischen Leseförderung. Das war der Ausnahmezeit Poetry Slam. Tschüss. Vielen Dank. Gute Nacht.